Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 55. Ja, beim letzten Mal haben wir eine kleine, lange Tour gemacht. Und natürlich die Monster sind dann wieder ausgeschaltet. Bin ja zu oft wieder gestorben, wie immer. Und dieses Loch, das existiert schon wieder. Ich weiß nicht, warum das hier so ist. Das ist unten das gleiche Problem. Ich glaube, ich muss die Decken austauschen. Das heißt, ich müsste einfach mal hier normale Blöcke reinmachen. Weil das ist ja nicht normal mehr. Weil wenn ich jetzt hier runtergehe, falle ich definitiv runter. Wie ihr seht. Und die war ja vorher in der Decke drinne. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das nicht geladen wird. Hier, ob hier wegen Chunk-Fehlers. Ich weiß es nicht. Leider weiß ich nicht. So. Aber beim letzten Mal sind wir auch nicht wieder hier gespawnt. Das heißt, ich müsste mal mein Bett vielleicht hier abrupfen. Und das mitnehmen. Oh, mein ganzes Inventar ist voll. Goldbarren. Erstmal hier rein. Zumindest das Bett hier einmal wieder hinsetzen können. Ja, ein bisschen schon mal hier wieder wegtun. Bienen. Ja, diese Oblivion-Dinger hier. Beziehungsweise Vergessenheitsrähmchen. Ich weiß nicht, was man mit denen anstellen kann. Muss ich auch mal schauen, genau. Mein Mikro ist da. Jupp. So, aber wie gesagt, es wird auch langsamer Zeit, dass wir ein System auf jeden Fall aufbauen. Vielleicht ein paar Barrels hier nach oben noch hinpfeffern. Dass das auch wieder weitergeht. So, mein Bett, das wollte ich doch irgendwo hier hinstellen. Stell ich einfach mal erst hier hin. Damit ich bei der nächsten Nacht erstmal eine Runde schlafen kann. So. Dann schauen wir mal, was könnte ich denn jetzt eigentlich mal herstellen? Ich könnte eigentlich aus. Ja. Ich brauche mal eben Eisen. Gold. Und jetzt wäre es noch schön, wenn ich gebrannten Stein hätte. Jawohl. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der ging. Ah, ich glaube. So, so, so. Oder doch andersrum. Der Trägerstein, also der Trägerstein dafür. Und jetzt brauche ich diese Scherben. 7 Stück da. Da haben wir 8 Stück. Dann machen wir uns nämlich mal eben fix einen Minium Storm. Irgendwas verpasst hier. Okay, hoffentlich funktionieren die auch untereinander. Oh nö, jetzt muss ich hier ernsthaft hier suchen. Ich sehe, was ist. War doch richtig so, oder nicht? Ach, meine lieben Leute. Das ist doch wieder nervig. Minimum Stone. Da ist er doch. Hab doch richtig gemacht. Ach, da brauche ich. Warum habe ich denn jetzt einmal solche Scherben und einmal so? Das ist doch voll nervig. Jetzt habe ich hier diese 07er Scherben. Kann ich die nicht irgendwie umcraften? Ne. Das ist auch ein bisschen komisch, dass jetzt mal andere Scherben dann auch rausbekommt von anderen Monstern oder so. Das sind jetzt aber jetzt passende. So. Da haben wir Minium Stone und jetzt glaube ich aus. 4 bekommen wir eine Enderperle, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich glaube nur eine. Der verbraucht jetzt sich natürlich. Den können wir aber später in eine Turtle reinpacken. Dann verbraucht er sich nicht wieder. Jetzt macht er hier direkt Sand raus, aber das brauchen wir nicht. Ich will nicht einen Chunklader bauen. Brauchen wir einen Zaubertisch, Gold und eine Enderperle. Okay. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal hier. Einen Zaubertisch hatte ich ja noch. Dann nehmen wir Gold rum. Und einen Chunklader. Und den verfrachte ich mich jetzt hier irgendwo in die Nähe rein. Vielleicht auch hier vorne irgendwo. Können wir eigentlich hier hinsetzen. Zeig mal eben und ich glaube, ich mache auf Maximum hier. Ja, das reicht vollkommen. Jetzt sind die Render Distance ein Stückchen runtergegangen, aber definitiv, weil der zu viel laden muss, aber besser als nix. Läuft doch gut. So. Wie so ein bisschen bei den Tieren leckt es noch etwas, aber das ist eigentlich normal immer. Jetzt habe ich noch so viel Material hier im Inventar, das kann weg. Dass mich da mittlerweile auch sortieren hier alles. Jetzt überragt mich das noch alles. Hier habe ich so viel Holz noch.
Ich nehme mal gerade hier so ein paar Sticks raus. Vier. Vier sollten erstmal reichen. Also ich glaube, die heißen in Deutsch Fass einfach nur. Ja, da kommen natürlich Fassaden. Nee. Dann nehmen wir die alte Bezeichnung, Babel. Da sind sie doch. Holz und Stufen. Da brauchen wir noch ein paar Stufen. Da haben wir bestimmt irgendwo noch rumfliegen hier. Slabs steht auf jeden Fall fest, dass wir die haben. Achso, das ist dieser komische Wood. Dann nehmen wir die Tropenholzdinger hier. So, 60 Stück. Viel brauchen wir erstmal nicht. So. Und Dankeschön. Zack. So. Die sollten, glaube ich, erstmal reichen. 36 Stück. Und die setzen wir jetzt irgendwo da in den Raum rein, damit wir wenigstens ein bisschen schon mal sortieren können. Aber das ärgert mich, dass das hier wieder weg ist. Ach so, das geht ja jetzt auch nicht, ne? Dann muss ich das mal eben so machen. Hier kommt ja sowieso vielleicht noch eine zweite Schicht drauf, damit es vielleicht nochmal geändert wird. Upp. Und da hinten fehlt ja, glaube ich, jetzt auch einer. Da muss ich mal schauen, vielleicht setze ich dann vielleicht eine höhere Decke rein oder sowas. Oder vielleicht nur eine komplette Decke rein, weil das kann ja nicht sein, dass es immer dann irgendwie ein Chunkfehler ist. Nicht, dass ich einsetze. So. Machen wir nur bis hier hin. Oder hier vor auch noch. Ach komm, hier vor können wir eigentlich auch mal. Hier ist eigentlich sozusagen unser Technikraum. Nein. So, hier ist jetzt ein kleiner Knick. Das ist eigentlich relativ egal. Ja, warum zeigt er mir das denn an, dass ich jetzt hier nichts hinsetzen kann? Weil hier kann ich hinsetzen. Hier kann ich nicht. Hier fehlt ja diese... Das fehlt ja jetzt hier eigentlich. Ah ne, das geht ja auch nicht. Da muss ich mich auf jeden Fall noch was überlegen, dass ich glaube die Decke nochmal rausreiße und die Decke etwas höher setze. So. Das wäre glaube ich ein bisschen besser. Die Fackeln weg. Die gehen auch so schnell weg. Reißen wir die schon mal ab. Das sind eigentlich nur Wolken, ne? Ja, mich wundert, manchmal zeigt er Wolken an, manchmal zeigt er keine Wolken an. Oder hier so komische Wolkengebilde da oben. Ich weiß nicht, was sie dazu bedeuten haben. Keine Ahnung. Na gut, mit den Barrels können wir auf jeden Fall schon mal etwas anfangen. Aber sobald wir das hier fertig haben, ist auch schon fast wieder der Partzähne. Sehe ich eine Sonnehand und dann der Stoppuhr. Der Sonnenstand ist ja auch fast schon wieder unten. Wie gesagt, dann werde ich hier einfach mal die Decke rausreißen. Und sinnvoll halber die Decke eine höher setzen und dann in Vollblöcken. Und ich will hoffen, dass das dann behoben ist, dieser Glitch hier. Und unten muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber das kann ja nicht immer sein, dass das da unten irgendwie weg ist oder so. So, komm schon. Ach, schnarch. Dass man den nicht irgendwie schneller abreißen kann. Weil wir müssen uns langsam ja auch sputen mit unserer... Biogas-Sache, dass wir da ein bisschen Energie reinbekommen, beziehungsweise ein bisschen Energie mit vorantreiben. Weil hinten läuft der Dampfer immer noch fröhlich weiter. Aber wie gesagt, ich kann hier nirgendwo ranklopfen oder sowas. Dass das irgendwie fertig wird. Junkloader ist hier ganz fröhlich im Unter am Rattern. Nein, da wollte ich doch nicht rein. Ne, da kann ich eigentlich Vollblöcke wieder rausmachen. Zack. Vollblöcke. Vollblöcke. Ich habe bestimmt irgendwo noch einen halben hier rumfliegen.
Ist ja normal so bei mir. Da ist noch ein halber. Hier ist, wir sind solche ganzen. Da sind noch ganze. Zack. Zack. Wir haben auf jeden Fall ganze Blöcke wieder. Und vielleicht können wir da was Besseres mit anfangen. Wie gesagt, dass das ein bisschen besser ausklingt hier. Dann müssen wir das halt so machen. Sollen wir hier lang gehen? Da lang gehen? Den müssen wir vielleicht ändern hier noch. Was ist das denn? Irgendwie ein komisches Zeichen. Keine Ahnung. Upp. Und hoffe ich mal, das lädt beim nächsten Mal nicht diesen Müll wieder hier. So. Aber die Nacht bricht ein und ich will mein neues Bett beziehen, dass ich nicht beim nächsten Mal hier töte, mich getötet werden bin und dann hier wieder irgendwo anders spawne. Deswegen gehe ich jetzt schlafen und ich beende die Folge bis dahin. Aber noch zur Sache, ich werde eben das Dach umreißen, das heißt, bis zum nächsten Part dauert es einen Moment, damit ich hier volle Blöcke reinbekomme und dass nicht mehr dieser Fehler auftritt. Aber bis dahin, euer Flash-Shooter P und tschüssen.